Chris Leivand. Innovativ. Und interessant. Spannend. Und richtig visionär. Opel ist fetzig. Gelb-schwarz. Und neu. Opel ist Qualität. Richtig geil. Opel steht für mich für ein innovatives Design und Qualität. Opel steht für tolle Arbeitskollegen und mein eigenes Auto. Opel ist modern. Tolle Autos. Opel ist für mich eine sichere Zukunft und eine tolle Lehrstelle. Und für mich steht Opel für ein sicheres Einkommen und eine erfolgreiche Zukunft. Opel, wir leben Autos. Wir leben Autos. Wir leben Autos. Wir leben Autos. Und auch wir leben Autos. Wir leben Autos! Also ich lerne jetzt den Beruf Elektroanlagentechniker. Die Lehre heißt Elektrotechnik. Also die Lehre heißt Elektroanlagentechniker, Betriebstechniker, Prozessleittechniker und noch etwas. Die Lehre konkret heißt Elektroanlagentechnik mit Modulen in Automatisierungs- und Prozessleittechnik. Man kann sich das so darunter vorstellen, dass man Maschinen repariert, instand haltet und Wartungen durchführt. Das heißt, wir kümmern uns im Prinzip darum, dass die Maschinen laufen. Also im Großen und Ganzen, dass die Bude drüben halt läuft. Dauert 4 Lehrjahre. Der Unterschied zu einer anderen Lehre, wo man vielleicht nur der Einzige ist, ist es hier viel lustiger, zu 20 im gleichen Alter zu arbeiten. Also was ich so gehört habe, ist die Ausbildung bei Opel ziemlich gut, also auch von anderen Firmen hoch angesehen. Im Vergleich zu Installateuren oder Maurer und so ist eigentlich Elektrotechnik ganz sehr gute Hocken. Ich kann dazu eigentlich nur sagen, dass auch Freunde von mir zum Beispiel eine Friseurlehre gemacht haben und die werden dort, was sie mir erzählt haben, was ich gehört habe, unterbezahlt und es ist viel stressiger als hier. Also hier hat man eine gute Lehrlingsentschädigung und hat es auch etwas ruhiger. Ich sehe mit dieser Lehre eine Basis gelegt, mit der ich karrieretechnisch meine Zukunft aufbauen kann. Mein Berufsziel ist noch nicht ganz klar, aber mit dieser Ausbildung denke ich, werde ich in Zukunft keine Probleme haben, einen ordentlichen Job zu finden. Also das, was wir hier lernen, können wir sicher überall auch einsetzen, in vielen Firmen. Man hat mit der Ausbildung hier gute Chancen im weiteren Leben. Anlagenmonteure braucht man überall, also ist das super. Ein Lehrling bei uns hat natürlich einmal eine sehr grundsolide Ausbildung. Das erste Lehrjahr ist so gerade nach der Schule sich einmal eingewöhnen im Betrieb, ist bei uns in der eigenen Lehrwerkstätte, wo eine wirklich kontrollierte Betreuung ist über die ersten Grundfähigkeiten, Drehen, Fräsen etc. Bevor sie dann die weiteren Lehrjahre, also das zweite, dritte und vierte Lehrjahr, draußen bei uns schon im Werk in der Halle mitarbeiten. In allen Bereichen, sodass wir wirklich einen guten Überblick geben können und auch alles erleben können, was natürlich fürs Berufsbild wichtig ist, aber auch für die Integration im Haus. Auch Schichtbetrieb ist dann ein Thema, dass die draußen einfach mitlaufen, das Daily Business sehen. Und Ziel ist es natürlich, dass am Ende die Lehrabschlussprüfung bestanden wird und wir sie auch dann übernehmen und bei uns im Betrieb einsetzen. Also es gibt verschiedene Abteilungen. Ich bin in der Montage. Ich bin in der Fertigung. Und in der Montage muss man halt schneller handeln und alle Störungen schnell beheben. Ja, wenn eine Störung kommt, dann werden wir da angerufen. Dann gehen wir hin und versuchen es zu beheben. Weil andersrum staut sich das alles auf und es kommt zu einer Verzögerung. Das heißt halt Minusteile. Das heißt ein Verlust für die Firma. Ja, teilweise fühlt man sich schon ziemlich wichtig. Also wenn mal überhaupt nichts funktioniert, ist man teilweise ziemlich unter Druck gesetzt, damit eben wieder die Produktion weiterläuft. Also ohne uns und ohne den Produktionsarbeitern wird der Betrieb halt nicht laufen. Naja, man braucht auf jeden Fall ein gewisses Durchhaltevermögen. Aber ich glaube, das ist eh bei jedem Job so. Wenn jetzt zum Beispiel eine Maschine gestanden ist und das war etwas schwieriger ist und ich habe das alleine geschafft, dann war das schon ein Erfolgserlebnis für mich. Für mich ist das Schönste, wenn man das erste Mal was selber macht und es dann wirklich auch funktioniert. Mir gefällt es, dass dieser Beruf sehr viel Zukunft hat und ich habe auch meine Freunde hier gefunden und deswegen finde ich den Beruf ganz gut. Naja, zuerst einmal, wir haben ja
österreichweit, soweit ich weiß, wenn es nicht auch europaweit ist, als einzige in Wien hier diesen Doppelberuf. Ich sage mal, du kannst nicht nur eine Sparte, du kannst zwei offiziell. Und was wir im Werk wirklich machen, wir machen nicht nur Mechanik, Elektrik, wir machen Pneumatik, Hydraulik, Steuerungstechnik, Programmieren. Also sind eigentlich Allrounder, sage ich einmal. Also ja, da wir eigentlich eine Ausbildung als Schlosser sowie auch als Elektriker machen, hat man wirklich ein sehr umfangreiches Programm. Das heißt, man macht nicht den ganzen Tag nur jetzt den Schaltkasten zum Beispiel, sondern man kann auch den Hammer in die Hand nehmen und selber ans Werk gehen. Es ist jeden Tag was anderes. Weil wir kommen jeden Morgen oder jeden Tag zu Schichtbeginn in die Arbeit und wissen eigentlich nicht, was heute ansteht für eine Arbeit. Man sieht immer wieder neue Sachen, man lernt neue Sachen. Es ist nicht jeden Tag dasselbe, es ist unterschiedliche Arbeit und man hat halt Spaß, man ist nicht immer alleine bei der Arbeit. Aber wir sind jetzt, sage ich mal, in meiner Abteilung ein siebenköpfiges Instandhalter-Team und da kann man sich gegenseitig helfen und Tipps holen und sich unterstützen. Und wenn du halt jetzt alleine auf einer kleinen Baustelle bist, naja, dann musst du einfach das Beste aus dir machen, was du gerade hast oder was du gerade denkst. Und da ist der Lernerfolg in einer großen Firma sicherlich besser. Mir gefällt das bei Opel, dass alle teamfähig sind und ich lerne sehr viel. Na, es ist sehr cool, hier bei Opel zu arbeiten. Die Ausbildungen sind sehr nett und das Arbeitsklima ist auch super. Ja, einfach ist es nicht, aber es ist schön, mit verschiedenen Leuten, egal ob es Männer oder Frauen sind, zu arbeiten. Mädchen in Lehrberufen sind absolut willkommen. Auch mit dem Wissen, dass wir nicht ein typischer Mädchen-Frauenberuf sind, aber sie sind mehr als herzlich willkommen und tut dem Klima auch extrem gut. Und die Mädchen, die bei uns lernen und auch auslernen und dann im Werk tätig sind, haben eigentlich gute Erfahrungen. Ja, also die freuen sich auch bei uns zu sein. Also Interesse bei uns jederzeit. Opel ist ein sehr guter Lehrbetrieb, eine gute Ausbildung. Bewerbung schreiben an die Personalabteilung von Opel Wien und sich es am besten bei einem Schnuppertag auch nochmal anschauen.